Also ich bin tatsächlich schockiert, dass nur 15% der Belegschaft, also der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, tatsächlich den mobilen Arbeitsplatz nutzen dürfen. Auf der anderen Seite würden 45% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es befürworten und sogar von einer Lebensqualitätssteigerung sprechen. Aus meiner Sicht gibt es noch jede Menge zu tun. Ich glaube, dass Arbeitgeber tatsächlich ein Grundwerkzeug an die Hand geben müssen für mobiles Arbeiten, weil heute nutzen es tatsächlich ein Drittel gar nicht, bis hin, dass nur 11% der Belegschaft Kollaborationstools nutzen. Von daher meine Handlungsempfehlung, dieses mobile Arbeiten oder diese Instrumente zur Verfügung zu stellen. Damit erhöht sich natürlich automatisch die Digitalisierungskompetenz, aber natürlich auch die Affinität.